Okay, Jungs, Alex Jag hier wieder von der Kiewer Sicherheits- und Waffenausstellung. Und ich habe euch ja gerade eben schon angedeutet, in der Ukraine wird es immer besser und besser mit der Bewaffnung, mit Neuentwicklungen, mit Panzerfahrzeugen, mit allem drum und dran. Und jetzt habe ich hier gerade wieder ein Exemplar zu liegen, welches ich im letzten Jahr bereits gesehen habe. Das Konzept ist jetzt mehrere Jahre alt mittlerweile. Allerdings habe ich es im letzten Jahr, sage ich mal, nicht zu Herzen genommen, aufgrund dessen, dass ich das Konzept bereits ausprobiert hatte vorher. Es hatte Probleme mit dem Abzugsystem und ich wollte es euch im Grunde dann nicht zeigen, weil ich dachte, das wird im Grunde, das hat kein Potenzial, das Konzept. Allerdings bin ich jetzt eines Besseren belehrt, weil es wurde tatsächlich jetzt verbessert. Es wurde jetzt vieles verändert an dem Gewehr, auch intern. Der Lauf zum Beispiel, kommt zu den technischen Details, kommen wir gleich. Also, was wir hier haben, ist im Grunde ein umgebautes AK-74-Gewehr. Dies hier ist das 47-Gewehr. Es gibt auch ein 74er, das hat der Herr da, der Besucher in der Hand dort drüben. Wodurch es sich auszeichnet, ist, dass hier im Grunde von der AK-47 relativ wenig übrig geblieben ist. Also stark bearbeitete interne Details im Grunde hier, interne, nicht Details, sondern interne Baugruppen. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Magazinlöseblock, der sich hinter Abzug befindet. Das Magazin ist jetzt nicht Rock and Load, das Magazin ist einfach jetzt hineinstecken und fertig. Lösen, hineinstecken. Was mir hier gefällt am Magazinschaft ist, der ist sehr gut geformt, hat hier Trapezkeile drin, die das Magazin in eine richtige Position hineinbewegen. Und also schnelle Magazinwechsel mit dem Teil sollten definitiv möglich sein. Raus damit, neues rein. Natürlich lässt es sich auch, weil es natürlich auch frei raus, weil von der Seite hier. Schießen, frei fällt es auch raus, wenn ich einfach auf diesen Knopf drücke. Der Abzug, die Sicherung, ganz kurz, ist hier, ist eine reine Abzugsicherung. Die eigentliche Sicherung, die den Hahn sperrt, ist hier hinten natürlich. Das ist ein Detail, das würde ich besser machen, definitiv. Ich würde das auch irgendwo hierhin verlagern, zum Beispiel über ein Zugsystem. Was mir hier, richtig, das ist auch der Feuerwehrhebel, das heißt, ich kann hier auswählen, ob Einzelschuss oder Dauerfeuer. Bei diesen Modellen wurde auch die Schussgeschwindigkeit erhöht. Das heißt, dieses Gewehr schießt jetzt nicht mehr 600 bis 650 Schuss pro Minute wie die Standard-AK, sondern dieses Gewehr schießt mittlerweile 800 Schuss pro Minute. Was mir hier gefällt, ist natürlich diese Abzugsicherung und der Abzug an sich für den Bullpup ist also wirklich gar nicht schlecht. Red is dead, da ist er. Also er fühlt sich an wie ein stark modifizierter Kalaschnikow-Abzug, was es im Grunde auch ist. Allerdings fühle ich hier nicht diese Trägheit wie in einem normalen Bullpup. Ab der kommt es natürlich ohne die Visierung, ohne den Schalldämpfer, ohne das Fahrtdefense 2 Bein. Aber an sich, also die Balance von dem Gewehr ist wirklich, ich will nicht sagen, ist nicht schlecht, es ist eigentlich sehr gut. Und das Gewehr ist auch ziemlich leicht. Diese Version ist jetzt mit dem Schalldämpfer drauf, wir haben hier einen Magnifier natürlich, ablösbaren. Wie gesagt, das heißt nicht ab Berg, das könnt ihr konfigurieren, wie ihr möchtet. Was hier natürlich auch gut ist, ist, wir haben hier eine Picatinny-Schiene aus Metall. Und das ist kein Polymer, das ist kein Aluminium, sondern das ist also wirklich verstärktes Metall. Das ist kein Stahl, es ist leichter. Ich müsste jetzt allerdings fragen, was es ist. Wahrscheinlich ist das Titan oder so auf eine Art. Wir haben hier nochmal Ankerpunkte für zwei weitere Picatinny-Schienen. An der Seite ist sie schon bereits installiert. Und alles in einem, aufgrund dessen, dass das hier auf einem AK-47 oder 74 basiert, also in osteuropäischen Ländern, ist davon eine schier unendliche Anzahl verfügbar, gehe ich mal stark davon aus. Die Modifikation, die ich mir sagen lassen, geht innerhalb weniger Tage. Das heißt, wenn auf die Stelle viele verlangt werden, dann ist das definitiv kein Hindernis für die Firma, auch viele zur Verfügung zu stellen, innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten. Der Preis beläuft sich bei $3.000 oder weniger. Also da muss man gucken, Menge, Zielland und so weiter, die einzelnen Konditionen sind abzusprechen, aber $3.000 für so ein Gewehr ist eigentlich, gerade in Osteuropa, nicht allzu viel. Ja, wir sind ja im Westen oftmals verwöhnt von den relativ günstigen Bullpups, aber also $3.000 muss ich euch sagen, hier kostet ein Steiner Ork, kostet hier 3.500. Ich denke mal, wenn man das auf Menge kauft, dann kriegt man das bis auf $2.200, kriegt man das locker runtergehandelt. Alles in einem, also wirklich traumhaft. Wenn man das in der Hand hält und wenn man nicht dieses Magazin hier hat, dann man rafft nicht, dass es eine Kalaschnikow-Wahl war. Einziges Manko, was mir hier an diesem Gerät auch nicht so gut gefällt, ist, dass hier kein Bolt-Out-Open ist, also der Verschluss, kein Verschlussgang drin ist.
Das einzige Manko, was mir jetzt hier nicht so wirklich gefällt, ist natürlich doch, dass ich kein Verschlussband habe. Das ist ein Kalaschnikow-Magazin. Es gibt Mittel und Wege, aus dem Kalaschnikow-Magazin zumindest einen improvisierten Verschlussband rauszuholen. Das wurde jetzt hier nicht gemacht, wird vielleicht in Zukunft gemacht werden. Der Verschlusshebel, wenn ich mal den Verschluss einmal kurz hier festhalte, den Verschluss bewege ich, der Hebel bewegt sich nicht. Das heißt, der Hebel bleibt hinten beim Schießen. Das ist auch gut, dann kann ich die Waffe nämlich auch so in die Hand halten und wie auch immer. An sich, wie gesagt, nichts dran aufzusetzen, wirklich sehr schickes Teil. Also wenn ich nicht wüsste, dass hier eine Kalaschnikow drin ist und das Magazin dazu nicht sehen würde, dann würde ich das jetzt auf den ersten Blick auch nicht erkennen. Okay. Das ist jetzt hier die 74er Version. Das ist jetzt hier die 74er Version ohne Schalldämpfer. Und das ist hier jetzt einfach nur ein Aimpoint oder was drauf. Hier ist einfach wirklich super leicht. Also mit dem Ding kann man Fußball spielen. Aufgrund dessen, dass hier eine Kalaschnikow drin ist, wäre es nicht der größte Fan von Kalaschnikows. Aber eins muss man den Dingern lassen, robust sind sie. Der ist vielleicht nicht die zuverlässigsten Waffen, obwohl das Mythos ja da draußen rumschwört, dass das die zuverlässigsten Waffen der Welt sind, aber sie sind halt sehr robust. Und das wirklich also sensationell, die Waffe. Will haben.